einmal mit einer außergewöhnlichen Idee einen Weltrekord aufstellen, einmal im Guinness-Buch zu landen. Der Traum wird regelmäßig natürlich auch in der Südostschweiz träumt. Jüngster Streich, ein paar hundert Menschen pfeifen um die Wette, so passiert im Glarnerland. Im Gesellschaftshaus in Enedag gibt es etwas zu feiern. Endlich fängt sie wieder an, die fünfte Jahreszeit, die wir die Narat-Fasnacht nennen. Guckermusik, Kostüm und natürlich das nötige Getränk dazu. Etwas ist aber speziell am heutigen Abend. Der OK-Chef Kevin Buntschuh nämlich plant einen Weltrekord. Ja, wir probieren mit mehr als 672 Leuten 5 Minuten lang zu pfeifen. Und wir haben bereits 400 Leute im Saal innen und ich bin da zuversichtlich, dass wir das auch noch schaffen. Die Idee sind wir eigentlich, wenn der Rolf Dölft selber ist, eine Schnapszahl ist, haben wir eine Schnapsidee gehabt. Und haben das beim Galileo haben wir gesehen, dass man am Nick Carter-Konzert eigentlich den Weltrekord schon mal aufgestellt hat. Dass wir den einfach haben brechen als Surplus von unserem Anlass. Der ganze Saal ist in Partystimmung. Auf die Frage, ob denn beim Weltrekordversuch mitpfiffen wird, gehen die Meinungen auseinander. Ich sicher! Ja, ich ja! Ich habe keine Ahnung, was pfeifen. Also. Ja, ja, natürlich! Von uns aus könnte es gar weitergehen, morgen! Ja. Wenn wir noch nüchtern sind, dann pfeifen wir auch. Ja, sicher, ja. Wind of Change! Stimmt's? Ja, richtig geraten. Mit dem Klassiker von den Scorpions als Vorgabe wird lospfiffen. Wie viele Leute das schlussendlich genau mitgemacht haben, wird noch auskommen. Die Auswertung liegt jetzt bei Guinness World Records in London. Ja, ich denke, es könnte noch knapp werden. Wir haben 720 Leute drin gehabt und der eine oder andere wird wohl nicht mitgemacht haben und wird man auf dem Video sehen. Also ich denke, es könnte noch spitz zulaufen, ob es geschafft ist oder nicht. Ob in dem Fall wirklich der neue Weltrekord von den Spätzünderinnen da aufgestellt worden ist, wird sich also zeigen. Für viel geht die Party aber sowieso weiter. Austrinken muss man schließlich auch noch.